Im Video zeige ich euch eine andere Möglichkeit, wie man sich nochmal Ostereier, in diesem Fall Gänseeier, mit Federn und Serviettenkleber ja, schön gestalten kann, denke ich mal, dass euch das so auch gefällt. Wie es geht, zeige ich euch jetzt. Dafür braucht ihr kleine Federn. Servietten-Technikkleber. Ich nehme immer ein Streichholz. Und ich breche den Kopf hier einfach ab. Und mache mir jetzt die Halterung einfach mit Garn. Ich muss das hier mal hochschieben, dass mein Ei heile bleibt. Die rollen immer so bezaubernd auf dem Tisch. Und schneide mir jetzt hier ein Stückchen Garn ab und verknüpfe mir den jetzt hier einfach um mein Streichholz. Ich lasse meistens auch oben jetzt hier ein Stückchen weiter den Faden, weil es immer einfach den nachher ein Stückchen zu kürzen. Also wenn man den jetzt zu kurz gemacht hat und man kriegt den nicht um die Zweige rum. Zwei Knötchen. Ein Gänseei kostet zwischen 1 Euro und 1,20 Euro. Und so viele Gänseeier braucht man ja nur auch nicht. Und wenn man sich dann mal eine Packung mit 6 oder 12 bestellt, dann ist das ja auch okay. Und zwar habt ihr jetzt hier mit dem Gänseei immer nur ein Loch drin. Und hier komme ich bei und versenke mein Streichholz und habe jetzt hier gleich die Aufhängung. Bei den kleinen Federn habt ihr ja einmal die Federfläche, also jetzt hier dieses Stück jetzt hier oben und den Federschaft, dieses harte jetzt hier unten, das schneide ich ab. Und hier gucke ich jetzt und suche mir ja, schöne Spitzen raus. Nehme jetzt hier auch gleich und mache mir die ringsrum auch schön sauber, dass da keine Flusen mehr dranhängen. Super sind natürlich immer die Federn, die ein schönes Muster haben. Übrigens was Besonderes auch. So wie diese Feder jetzt hier. Und dann, wie gesagt, nehme ich meinen Serviettenkleber und meinen Pinsel. Ich habe jetzt hier auch einen mit harten Borsten absichtlich genommen und natürlich, wo der Pinsel ins Fässchen reinpasst. Jetzt brauche ich nur mein Ei. Das ist mein Erfahrungswert. Ich gehe hier ganz gern mit irgendeinem Finger rein und halte mir nochmal das Band, weil so ein Ei ist mal schnell weggerutscht. Ich werde mal zeigen, was ich das auch drauf habe. Ich nehme jetzt hier einfach den Serviettenkleber und bestreiche das Ei. Ich kann das, die Federn dann so nehmen, betupfe die mit dem Serviettenkleber und kann dadurch, weil der Pinsel jetzt feste, harte Borsten hat, jetzt hier das Ei eben auch richtig schön dran.
drauf nochmal so gestalten, wie ich das haben will. Jo. Und das ist schon ja, die ganze Kunst. Also das ist schnell gemacht. Und mir gefällt es jetzt sehr, weil es sehr natürlich ist, die Eier aussehen. Und jetzt für innen, für den Strauß, reicht das auf jeden Fall. Da braucht ihr jetzt nichts anderes machen. Wenn ihr die Eier aber für draußen verwenden wollt, oder ihr könnt jetzt hier mit dem Serviettenkleber die auch auf Plastereier arbeiten oder Styropor-Eier. Das geht natürlich auch. Und wenn ihr die jetzt für draußen haben wollt, dann solltet ihr dann mit Klarlack drüber sprühen, sodass es eben wetterfest ist, das wasserfest eben. Seht ihr, jetzt könnt ihr hier so die Federn eben, wie ihr die möchtet. Und auch eben ganz genauso dicht. Eure Eier gestalten. Wenn das Video gefallen hat, ja, schenkt mir ein Däumchen hoch. Ich wünsche euch auch viel Spaß bei eurer Ostervorbereitung.